Hallo und herzlich willkommen zur Bikesplit-Analyse vom diesjährigen Steeltown Man. Ich bin Markus Klommer, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Bikesplits bei Triathlonrennen hier in Österreich zu analysieren. Und wenn ihr noch irgendwo Informationen zu einer Korrelationsanalyse benötigt, hier oben blende ich jetzt gleich einen Link ein. Vielleicht kurz noch vorher den Link ansehen und dann kommt ihr auch ein bisschen mit der Theorie besser zurecht. Gut, ansonsten los geht's mit den Leistungsdaten. Ich habe dieses Mal erfreulicherweise 16 Informationen bekommen, also 16 Athleten haben hier die Informationen mit mir geteilt. Je mehr Athleten mitmachen, umso besser, denn die Analyse wird genauer. Ja. Das R-Quadrat bei Verwendung der durchschnittlichen Leistung war dieses Mal bei 0,93, was einen sehr hohen Zusammenhang widerspiegelt. Wie ihr, wenn ihr letzten Videos schon mal durchgesehen habt, erkennen könnt, ist hier nur die durchschnittliche Leistung dargestellt. Ja? Das liegt daran, dass dieser Kurs beim Steeltown Man einfach sehr flach ist und die Watt pro Kilo nicht so viel Einfluss haben wie die tatsächlich geleistete durchschnittliche Leistung. Ja? Also höchsten Zusammenhang mit 0,93 bei der durchschnittlichen Leistung gemessen. Das bedeutet, wir gehen über zur polynomischen Regressionsanalyse. Diese hat ergeben, dass die Endzeit in diesem Zusammenhang hier besteht. Das heißt, wenn man jetzt seine eigene Leistung quadriert, mit diesem Faktor multipliziert, dann das Ganze nochmal mit diesem Faktor multipliziert und subtrahiert, plus den 54,88 hinzurechnet, kommt man auf die Endzeit, die man beim Steeltown Man erreichen kann. Heute und hier jetzt eben, wie gesagt, nur die absolute Leistung relevant. Welche Ableitungen können wir daraus machen? Ja, 10 Watt mehr entsprechen einer Reduktion der Endzeit um, und jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen splitten, weil es polynomisch ist, 48 Sekunden bei Athleten rund um 150 Watt und nur 13 Sekunden bei Athleten rund um 250 Watt. Ja, man sieht relativ rasch, da kommt man irgendwo in einen Bereich, wo der Windwiderstand und die Kurven, das Bremsverhalten dann dementsprechend Einfluss hat, dass je mehr Leistung, dass man dann tritt, da gar nicht mehr so viel bei der Endzeit rauskommt. Ja. Das heißt, bei diesem Kurs ist weniger notwendig, auf das Gewicht irgendwo einzusparen, sondern es ist hier wichtig zu wissen, dass die absolute Leistung und hier ganz fett unterstrichen, das Fahrverhalten einen sehr hohen Einfluss auf die Endzeit nimmt. Ja, Fahrverhalten können wir jetzt noch mal ein bisschen genauer betrachten, und zwar hier in der Grafik, in der Korrelationsgrafik. Was kann ich hier raussehen? Diese rote Kurve hier ist die Korrelationsgleichung. Die bestimmt, wo sich die Grundgesamtheit befindet. Ja, abhängig von der durchschnittlichen Leistung bekomme ich einen zugehörigen Endzeitwert. Ja, und wenn ich jetzt unterhalb dieser Kurve bin, ja, dieser Punkt zum Beispiel ist sehr, sehr weit unter der Kurve. Das bedeutet, dieser Athlet, diese Athletin hat es geschafft, mit doch sehr geringer Leistung eine sehr schnelle Endzeit zu generieren. Ja, das heißt, sie ist technisch einfach bei diesem kurvenreichen, flachen Rad-Bikesplit einfach technisch sehr sauber gefahren, wenig gebremst und wahrscheinlich auch rasch durch die Kurven gefahren. Ja, Schlussfolgerung natürlich auch gegenteilig, wenn man jetzt über der Kurve ist, ja, dann kann man da wirklich noch einiges rausholen, indem man einfach Kurventraining macht. Ja. Die Einzelanalyse. Jetzt nochmal kurz dargestellt, die Punktewolke. Wenn ich jetzt die Korrelationspolynomfunktion hier durchziehe, gerade wie gesagt unter der Kurve, kann man sagen, dass die Endzeit besser als die Grundgesamtheit erwarten lässt.
und dadurch eine höhere Effizienz besteht. Das heißt, Kurvenverhalten ist besser, gutes Material, aber auch gute Aeroposition. Im Gegensatz dazu, wenn man überhalb der Kurve liegt, muss man da nochmal auf das Abfahrtsbremsverhalten, Material und Aeroposition achten. Okay, hier nochmal die Formel. Versucht das, es gilt nur für den Steeltownman. Berechnet eure Endzeiten, schaut, wo ihr liegt und analysiert für nächstes Jahr, wo ihr mehr herausholen könnt. Solltet ihr Fragen haben, ich stehe gern zur Verfügung unter markus@blocksee.at. Könnt ihr jederzeit Fragen stellen. Ich nehme mir gerne Zeit für euch, wie immer. Und bis dahin, alles Gute.